Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute unter der Kategorie der Bundestag möge beschließen. Und in dem Fall geht es um BAföG-Ideen, Vorschläge, Ansätze und konkrete Gesetzesänderungen im Sinne einer BAföG-Reform. Denn ich stelle immer wieder fest, es gibt da sehr viele Missstände und möchte meine Energie so nutzen, um vielleicht eine Verbesserung zu erwirken und mich nicht darüber aufzuregen. Ich habe hier einfach Ideen, Lösungsansätze gesammelt und werde die dann später an die Bundestagsabgeordneten per E-Mail schicken, um vielleicht auf mögliche Probleme hinzuweisen und eine Gesetzes- oder eine Reform anzustoßen. Was mir halt im Alltag mit den Studierenden auffällt, da ich ja BAföG-Beratung mache, sind viele Missstände und Probleme, und auf die einzelnen Punkte werde ich jetzt kurz eingehen. Als erstes habe ich hier hingeschrieben, eine vernetzte bundesweite einheitliche Online-Plattform. Also ich denke mir halt, okay, es muss 2020 möglich sein, dass ich als Studi, dass so eine Plattform zur Verfügung steht, wo ich ganz einfach darauf zugreifen kann, wo ich mich im besten Fall mit meiner Förderungsnummer anmelden kann, wo ich auch den Status der Bearbeitung zum Beispiel einsehen kann, wo ich sehen kann, okay, es fehlt jetzt noch was oder der Antrag ist im vielleicht abschließenden Verfahren oder die Überweisung kommt in 2, 3, 4, 5 Tagen. Also einfach diese Möglichkeit der ja, dieser Online-Plattform, wo ich natürlich dann auch Dokumente hochladen kann, wo ich auch vielleicht eine Erklärung machen kann, nicht nur schriftlich hochladen kann, sondern vielleicht auch ein kurzes Video machen kann, eine kurze Audio, die dann direkt mein Sachbearbeiter zugestellt wird, weil es einfach heutzutage, glaube ich, 2020 an der Zeit ist, dass man diese Möglichkeiten nutzt und quasi so eine Plattform auf Seiten natürlich dann des Bundesministeriums für Bildung zum Beispiel erstellt. Ja, online-basierte Abfrage des Bearbeitungsstatus, also wirklich, dass ihr, wenn es zum Beispiel noch nicht so eine große Plattform gibt, dass ihr ganz einfach dass eine Internetseite erstellt wird, wo ihr nur die Förderungsnummer eingebt und dann halt seht, okay, ich muss jetzt noch, weiß ich nicht, Formblatt 2 oder Immatrikulationsbescheinigung nachreichen, etc. pp. Also einfach die Tatsache, dass ich mit ganz einfachen Mitteln kurz online den Bearbeitungsstatus einsehen kann, würde schon sehr, sehr viel bringen. Dann natürlich im Rahmen des Beantragungsverfahrens, also ein vereinfachtes Frage-Leitsystem, so dass ihr auf diese Plattform geht, sagt, okay, ich will jetzt ein BAföG beantragen, dann gebt ihr ganz normal eure Daten ein, und das System führt euch so durch, dass ihr quasi gar keinen Fehler machen könnt, sonst kommt ihr nicht weiter und am Ende halt euer BAföG-Antrag ausgefüllt wird. Weiter als Idee wäre dann noch so natürlich eine Grundlage dafür zu schaffen, dass sich auch die Behörden austauschen können, weil ganz, ganz oft ist es halt so, dass zum Beispiel Leute aus Arbeitslosengeld 2, also bekannt als Hartz IV, in BAföG wechseln wollen, und das zumindest bekomme ich das mit, dass da schon dieser Austausch zwischen den Ämtern sehr, sehr schlecht gelingt. Und da müsste natürlich eine Gesetzesgrundlage her, nicht nur, dass es den Austausch gibt, sondern auch ein datenschutzrechtlich gesicherter Austausch. Weiterhin eine erleichterte Bedingungen für die Studierenden oder die BAföG bekommen. Das können ja auch Auszubildende sein, wenn es um Nachweiserbringungen gibt. Weil ganz, ganz oft will ja das BAföG-Amt irgendwelche Sachen haben. Okay, Geburtsurkunde Kind oder wenn ihr irgendwie irgendwelche Begründungen. Und da muss es definitiv eine Erleichterung geben, wenn, ja, damit ihr ganz einfach diese Nachweise dann auf dieser Plattform im besten Fall hochladen könnt und digital auf schnellstem Wege an die Behörde schicken könnt. Oder eine andere Idee wäre, dass ihr dürft ja zum Beispiel nebenbei einen Job haben, einen Minijob, dass wenn ihr mehr verdient, dass das automatisch über diese Plattform, die dann mit anderen Ämtern vernetzt ist, mitgeteilt wird. Oder bei einer Ummeldung, wenn ihr umzieht, ihr müsst ja dann sowieso zum Einwohnermeldeamt und euch ummelden, dass direkt die Info weitergeht, geht an die zuständige BAföG-Stelle.
Ja, weiter wäre auch auf jeden Fall noch sinnvoll eine automatische Anpassung der Regelsätze und Freibeträge. Das hat zum Beispiel der Bundestag, ich meine 2017 gemacht. Da hat er seine Diäten angepasst und das wäre hier oder natürlich auch für alle anderen Sozialleistungen von Relevanz, dass man sich einfach statistische Daten anguckt und guckt sich an, okay, wie entwickelt sich das? Und ich mache einfach einen Automatismus, so dass ich mich nicht alle paar Jahre mit diesem kleinen Teil der Freibeträge beschäftigen muss und der Automatismus das quasi regelt und die Regelsätze immer automatisch dann pro Jahr, so wie es bei den Diäten auch ist, sich an der, ja, ich glaube, bei den Diäten ist es die Lohnentwicklung orientiert. Dann sind meiner Meinung nach auch die Einkommensgrenzen und die Freibeträge zu gering. Als Beispiel habe ich hier genommen, also wenn eure Eltern verheiratet sind und ihr wollt BAföG beantragen, dann ist es schon, wenn die zusammen so ab 50, 55 bis 60.000 Euro brutto verdienen, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr BAföG bekommt. Und ich finde, das spiegelt nicht die Realität wider und sollte auf jeden Fall auch nochmal überdacht, und auch erhöht werden, weil ganz, ganz oft ist es halt so, dass die Studis halt gerade auf so einer Grenze sind, wo die dann nichts mehr bekommen, aber dann sagen, ja, okay, aber meine Eltern haben doch nichts, weil dies, das, jenes, die zahlen Kredite ab oder haben noch sonstige Ausgaben, die halt nicht mit berücksichtigt werden. Also da die vielleicht auch noch individuellere Betrachtung der jeweiligen Lebenssituation. Also kommt ja zum Beispiel auch Lebenshaltungskosten drauf an, wo die Eltern wohnen. In München ist es ja teurer als zum Beispiel hier in Bochum, was die Mieten angeht. Das führt zu dem Punkt natürlich auch über eine allgemeine Diskussion des elternunabhängigen BAföGs, wo dann gar nicht mehr die Sachen berücksichtigt werden und die Eltern gar nicht mehr oder ihr die Unterlagen von den Eltern gar nicht mehr mit einreichen müsst. Ist zumindest diskussionswürdig, weil müsste man mal durchrechnen, was das oder müsste man sich mal angucken, was das an Vor- und Nachteilen hat, weil natürlich würde ich da auch sagen, okay, der Millionärssohn, warum soll der dann BAföG beantragen? Aber auf anderem Wege denke ich, okay, vielleicht auch gleiches Recht für alle, weil der Millionärssohn kann ja zum Beispiel auch Stress haben mit seinen Eltern und dann wäre es auch nur fair, wenn er dann auch die Möglichkeit hat. So oder so sollte darüber mehr diskutiert werden und es individueller betrachtet werden. Ebenso natürlich auch eine Erleichterung, elternunabhängiges BAföG zu erhalten. Aktuell ist es ja so, dass ihr entweder 5 Jahre gearbeitet haben müsst, sozialversicherungspflichtig beschäftigt, oder ihr habt eine Ausbildung gemacht und gearbeitet, beziehungsweise auch noch andere Kriterien. Und da denke ich, da müsste das auch nochmal genauer angeguckt werden. Und vielleicht auch die Jahre, die man gearbeitet haben muss, runtergesetzt werden, um hier elternunabhängiges BAföG zu erhalten. Ebenso halte ich eine allgemeine Erweiterung der Förderungshöchstdauer um ein Semester für sinnvoll, weil da gibt es auch Statistiken zu, also wie viele Studis werden überhaupt in Regelstudienzeit fertig. Und ich glaube, es sind nur 20 bis 30%. Das heißt, die allermeisten Studierenden werden überhaupt nicht in Regelstudienzeit fertig und somit würde sich das BAföG-Gesetz dann auch wieder viel, viel mehr an der Realität orientieren. Ebenso die Möglichkeiten der Verlängerung der Förderungshöchstdauer durch die individuelle Situation. Also zum Beispiel ist im BAföG-Gesetz geregelt, dass ihr, wenn ihr euch ehrenamtlich an der Hochschule engagiert, in einem gewählten Gremium, dann könnt ihr, Kannbestimmung, länger BAföG bekommen, aber auch nur 2 Semester. Aber so Sachen wie allgemeines Engagement, wenn ihr jetzt in irgendeinem Verein was macht oder weiß ich nicht, alten Menschen was vorliest oder für die Tafel arbeitet, dann ist das da nicht berücksichtigt. Und somit spielt man auch ein bisschen das eine Engagement gegen das andere aus. Und da fände ich es nur fair, wenn man ja einfach die individuelle Situation betrachtet, wenn jemand einen Antrag stellt und sagt, okay, ich möchte länger BAföG bekommen. Ebenso natürlich, wenn es weitere wichtige Gründe gibt oder einen Ortswechsel. Also das kann ja auch. Es kommt ja immer auf die Situation des Studierenden an, warum der in einer misslichen Lage ist, in irgendwie Stress hat, sein Studium sich verzögert. Und da ist mir das Gesetz noch ein bisschen zu eng. Und ich würde mir da wünschen, dass da viel, viel individueller auf den Einzelfall eingegangen
wird. Ist natürlich auch ein bisschen Aufwand, aber ich denke, es werden natürlich auch Kapazitäten der Sachbearbeiter frei, wenn man bestimmte andere Sachen zum Beispiel digital regelt. Ja, dann noch, was sinnvoll wäre, meiner Meinung nach eine Abschaffung der Altersgrenzen. Also ich weiß auch nicht, es heißt ja immer lebenslanges Lernen und da ist so die Altersgrenze aktuell beim Bachelor bei 30 und beim Master bei 35 und da müsste definitiv die Altersgrenze komplett raus, weil ich kann ja auch irgendwie 20 Jahre im Beruf sein und dann erst irgendwie checken, okay, ich will mich jetzt nochmal umorientieren, ich will was komplett anderes machen. Ich habe jetzt erst festgestellt, ich bin unzufrieden in meinem Job und da finde ich, sollte auch die Person noch die Möglichkeit haben, wenn jetzt die finanziellen Mittel nicht reichen, zu sagen, okay, ich kann jetzt nochmal, ich habe die Möglichkeit zu studieren und es gibt halt keine Altersgrenzen. Ebenso Abschaffung von Leistungsnachweisen. Halte ich nicht für sinnvoll, weil ja, der ist ja Ende des vierten Semesters, Anfang des fünften Semesters und soll ja ein Stück weit sicherstellen, ob die Studierenden noch ihr Studium schaffen. Ich glaube, das entscheidet sich viel, viel eher. Und auch der Punkt, dass, ja, dass man eine gewisse Creditanzahl erreichen muss, weiß ich nicht. Finde ich, löst bei manchen Druck aus und es kann da halt zu Situationen kommen, ja, wo Studierende einfach ja, unter Stress geraten und sich denken, okay, ich muss das jetzt irgendwie schaffen und gar nicht vernünftig studieren können, weil halt quasi dieser Leistungsdruck da ist, diese finanzielle Abhängigkeit natürlich auch, weil man weiß, okay, ich muss diese Prüfung jetzt schaffen, sonst kriege ich kein BAföG weiter. Und das sind einfach meiner Meinung nach Gründe, wo ich sagen würde, okay, eine Abschaffung des Leistungsnachweises macht auf jeden Fall Sinn. Und natürlich ist es auch wieder Aufwand für die Behörde, die dann oder für den Studi, der dann natürlich erstmal wieder zum Prüfungsamt muss und die das einreichen muss und wieder einen Folgeantrag stellen muss. Und das BAföG-Amt muss sich wieder beschäftigen. Also auch so Sachen, so einfach bürokratische Elemente, die dort wegfallen könnten. Betrachtung von regionalen Unterschieden, zum Beispiel Miete in München, das ist ja auch schon bekannt, oder in Hamburg ist ganz, ganz anders als in kleineren Städten oder auf dem Dorf. Und was ich auch für sinnvoll halten würde, wäre eine Art finanziertes Studienfindungsjahr. Also viele Studierenden fangen halt an und wissen gar nicht so richtig, okay, was soll ich studieren, welche Möglichkeiten gibt es und haben noch nicht so ein bisschen und müssen erst ein paar Erfahrungen machen, um ein Stück weit einzuschätzen, was ist denn gut und was ist nicht gut oder vielleicht auch, was liegt mir und was liegt mir nicht. Und da ist es aus meiner Sicht halt realistisch, wenn es so eine Art, ja, ob es jetzt ein Jahr ist oder ein Semester, auf jeden Fall so einen gewissen Zeitraum für so einen Findungszeitraum, der halt in der Förderungshöchstdauer auch nicht berücksichtigt wird, wo man sich halt wirklich orientieren kann. Alles Mögliche vielleicht auch ausprobieren kann, um dann irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt gecheckt, in so eine Richtung könnte es gehen, studientechnisch. Weil nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch im Gespräch mit den Studierenden stelle ich das immer wieder fest, dass es da sehr, sehr viel Orientierungslosigkeit, nenne ich mal, sage ich mal, gibt. Und damit wäre das auf jeden Fall schon ein bisschen abgefedert. Ja, dann vielleicht noch als kleinen Hinweis in Rückzahlung, also dass man auch schon während man BAföG bekommt, sagen kann, okay, ich will schon versuchen, also Gesamtrückzahlungsbetrag ist ja maximal 10.000 Euro, aber ich will schon versuchen, während des Studiums weniger am Ende zurückzuzahlen und da die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache schon kleine Raten und habe dann am Ende des Studiums muss ich 1.000 Euro weniger zahlen. Und als letzter Punkt natürlich noch gesamt gesehen, BAföG in dem Fall ist ja auch nur ein Lebensabschnitt oder die Zeit, wo man vielleicht BAföG bekommt, wo man studiert, dass es in eine Richtung gehen sollte, eine digitale gesicherte Sozialakte. Also egal, in welchem Lebensabschnitt ihr euch befindet, ob ihr mal Wohngeld bekommt oder dann Arbeitslosengeld oder BAföG oder irgendwas dann später mit der Rente beantragt, dass hier halt so eine Art Sozial Akte, dass die vorliegt und immer wieder erweitert wird, wo ihr euch orientieren könnt, aber auch die Behörden sich sehr, sehr schnell
und digital und einfach und ohne irgendwas mit der Post rumzuschicken, an die Daten kommen, um halt bestimmte Sachen abzuprüfen und euch eventuell dann also sehr, sehr schnell eine Rückmeldung zu geben, ob ihr irgendwelche Leistungen bekommt oder nicht. Ja, was hat das für Vorteile meiner Meinung nach? Weniger Stress, mehr Sicherheit für die Studierenden, natürlich auch eine Entschleunigung mit diesem einen zum Beispiel Orientierungsjahr und natürlich auch mehr Sicherheit, weniger Angst, mehr Zufriedenheit, was natürlich auch wieder kognitive Ressourcen freisetzt, wo man sich wieder ganz, ganz anders auf das Studium in dem Fall konzentrieren kann. Ebenso ist ein Thema natürlich immer die Entlastung der Ämter, also das stelle ich auch fest, und des Personals. Bei den Ämtern gibt es gerade eine hohe, also gibt es zumindest hier in Bochum meiner Meinung nach eine hohe Fluktuation und die sind auch am Limit, weil einfach die Bürokratie in dem Fall so hoch ist und weil die ganzen Prozesse halt nicht effektiv sind. Und durch zum Beispiel diese Vorschläge könnte eine schnellere und effektivere Bearbeitung der Anträge entstehen. Es könnte weniger Reibungsverluste geben mit den Behörden, mit den Ämtern. Auch weniger natürlich, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weniger Papier, einfach digitale Akte, der Austausch mit den Behörden. Es muss nichts mehr rumgeschickt werden, es muss nichts mehr ausgedruckt werden. Ich habe das direkt auf meinem PC in meiner Online-Datenbank und kann mir das direkt angucken, ohne darauf zu warten, dass der Studi das innerhalb von 3 Tagen irgendwie hinschickt. Dann weniger Fehler, weil wenn ich zum Beispiel ein Leitsystem habe, wo ich Abfragen reinbringe als Studi, dann prüft das System ja schon und schließt gewisse Fehler aus. Also ich reduziere die Fehlerrate und habe somit natürlich auch wieder weniger Aufwand als Sachbearbeiter. Weil was ich oft mitbekomme, ist, dass die Sachbearbeiter zum Beispiel sagen, okay, ja, die Studierenden füllen das nicht richtig aus, dann wird das wieder zurückgeschickt oder die werden informiert. Und so kann man, glaube ich, schon einiges an die Effektivität steigern und dort einfach für weniger Reibungsverluste sorgen. Plus natürlich auch mehr kognitive, materielle und personelle Ressourcen für vielleicht andere oder wichtigere Sachen und auch die Sachen führen natürlich auch, gerade ich denke da sehr stark an ehrenamtliche Arbeit, also allein schon die Tatsache, wenn allgemein ich durch ehrenamtliche Arbeit länger BAföG bekommen würde, egal ob das an der Uni ist oder irgendwo anders, wäre schon, glaube ich, wäre das ein großer gesellschaftlicher Mehrwert. Und natürlich, es wäre eine massive Investition in Bildung. Ich habe das gleich auch nochmal an Zahlen festgemacht und nicht nur in dem Fall ein Lippenbekenntnis. Ja, durchgerechnet so ein bisschen, 2019 waren es ungefähr fast 700.000 Menschen, die BAföG bekommen haben, mit durchschnittlich 514 Euro pro Monat, was pro Jahr dann ungefähr 1,4 Milliarden sind und auf 6 Jahre gerechnet. Warum 6 Jahre? Ich habe halt Bachelor und Master zusammengenommen, was ja in der Regel so 5 Jahre sind, aber halt nochmal ein bisschen was draufgerechnet, weil halt gerade viele nicht in Regelstudienzeit fertig werden und sich natürlich auch meine Vorschläge ein bisschen daran orientieren, dass es ein bisschen länger BAföG auch gibt. Und das zusammengerechnet würde bei der Zahl der Studierenden, also diesen knapp 700.000, für diese 6 Jahre 25 Milliarden bedeuten, angezahlten BAföG. Da muss man dann noch ein bisschen von abziehen. Also jeder hat ja diese 10.000 Euro Rückzahlung maximal und das wären dann ungefähr fast 7 Milliarden. Und wenn man sich dann anguckt, Thema Investition in Bildung, also unser Bundeshaushalt, der war bei jetzt 2019 bei 356 Milliarden auf 6 Jahre gerechnet. Also ne, ich orientiere mich da auch wieder im Vergleich zu den 6 Jahren BAföG-Bezugsdauer, wären das über 2.000 Milliarden Euro. Und wenn man dann davon ausgeht, dass die Vorschläge ein Stück weit umgesetzt werden und man vielleicht statt knapp 700.000 nur 1 Million BAföG-Empfänger hat, die vielleicht nicht durchschnittlich 500 Euro, sondern eher 700 Euro pro Monat bekommen, dann kommen wir auf einen Betrag von ca. 50 Milliarden Euro BAföG, der gezahlt wird in 6 Jahren. Und das ist, glaube ich, und das sind ja jetzt noch
relativ, meiner Meinung nach, konservative Vorschläge. Und diese 50 Milliarden sind, glaube ich, gemessen an der Größe des Bundeshaushaltes auf 6 Jahre gerechnet, nicht wirklich viel. Und ein Beispiel dafür, dass sich das definitiv lohnt und dass wir das tun sollten, um quasi da ein bisschen den Druck rauszunehmen und das Ganze auch effektiver zu gestalten. Und hier ist natürlich jetzt nichts berücksichtigt von irgendwie indirekten Sachen, wo Behörden weniger Arbeit haben, weniger Papier gedruckt wird, weniger Porto, dass die Leute rumschicken. Das kann man ja auch alles mal hochrechnen. Ja, was werde ich jetzt tun? Ich werde jetzt gleich eine E-Mail schreiben, wie gesagt, an die Bundestagsabgeordneten, das in der PDF zusammenfassen und denen das schicken. Und was könnt ihr tun? Also ich bin ein Freund davon, das zu nutzen und sich nicht darüber aufzuregen und halt zu versuchen, was an der bestehenden Situation zu ändern. Und ihr könnt das natürlich auch machen. Ihr könnt euren Bundestagsabgeordneten schreiben, Termine vereinbaren, mit verantwortlichen Personen sprechen, euch im Rahmen eurer Möglichkeiten, zum Beispiel in der Hochschulpolitik oder mit euren Politikern, die ihr kennt oder Verantwortlichen, die ihr kennt, die damit zu tun haben, einfach auseinandersetzen und Vorschläge machen. Denkt über eigene Vorschläge nach, hinterfragt natürlich auch meine. Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich versuche schon irgendwie zu gucken, was ist denn sinnvoll, was ist realistisch und was kann man auch umsetzen. Und ja, nutzt eure Energie, eure kognitiven Ressourcen auf jeden Fall dafür, euch nicht darüber aufzuregen, sondern vielleicht euch ein bisschen aufzuregen, aber dann festzustellen, okay, was kann ich denn tun, um was an der Situation erstmal im Kleinen zu ändern, damit das nicht so eine verschwendete Energie ist. Ja, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Gerne kommentieren, Feedback geben, weitere Ideen und eure Erfahrungen. Gerne auch an mich per Mail oder in die Kommentare. Und ich bin raus. Humanistische Grüße und euch noch einen schönen Abend.